Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde eigentlich ganz gut, dass Herr Barroso uns daran erinnert hat, dass im nächsten Jahr 2014 ist und wir 100 Jahre nach 1914 in der Europäischen Union leben. Ich finde die Rückbesinnung auf solche Daten, die macht noch mal deutlicher, was für eine beneidenswerte Politikergeneration wir eigentlich heute sind und in was für einem beneidenswerten Teil der Welt wir diejenigen sind, die politische Verantwortung für dieses wunderbare Projekt Europäische Union übernommen haben. Weil ich finde, das muss auch immer wieder gesagt werden. Das, was erreicht worden ist, ist wunderbar. Und es ist eher an uns alle die Frage zu stellen, warum wir in den letzten Jahren so wenig in der Lage gewesen sind, dieses Wunder Europäische Union besser zu verteidigen. Weil tatsächlich haben wir ja insbesondere nach den letzten 5 Jahren damit zu kämpfen, dass mehr und mehr Bürger in der Europäischen Union die Europäische Union nicht als Teil der Lösung, sondern als wachsendes Problem betrachten. Und es ist von den Vorrednern, von Herrn Swoboda, auch von Herrn Verhofstadt gesagt worden, was ich nur unterstreichen kann, die Krisenpolitik hat uns eben nicht sicher und alle aus der Krise herausgeführt, sondern die Krise hat in weiten Teilen der Europäischen Union, so wie wir sie beantwortet haben, Elend geschaffen und hat Perspektivlosigkeit geschaffen. Wie wir damit umgehen, wie wir aus der Rezession rauskommen und wie wir aufhören, uns nur immer mit der öffentlichen Verschuldung zu beschäftigen und die großen Risiken, die finanziell im Banken, im Finanzsektor angetürmt sind, nicht bearbeiten. Das ist eine ganz zentrale Frage. Die Bankenunion, da kann ich das nur unterstützen, was Herr Kollege Verhofstadt gesagt hat, die muss kommen, sonst werden wir die Ursachen der Krise nicht bekämpfen. Ich möchte als Grüne Dinge ansprechen, die hier bisher überhaupt nicht erwähnt worden sind. Arbeitslosigkeit, Herr Kollege Verhofstadt, haben Sie angesprochen. Sie haben auch über die Notwendigkeit, die Rezession zu bekämpfen, geredet. Aber wie machen wir das? In welche Richtung wollen wir industrielle und wirtschaftliche Erholung? Ich finde unerträglich, Herr Barroso, dass in Ihrer Amtszeit in den letzten 5 Jahren konsequent Klimaschutz nach hinten gerückt wurde. Ich finde unerträglich, dass zurzeit die Europäische Union, in der immer wieder behauptet wird, dass Energieeffizienz und Ressourceneffizienz und erneuerbare Energien die Zukunft sind, dass diese Europäische Union dank der Europäischen Kommission im Moment dazu übergehen will, neue Subventionen für Atomkraft, für Kohle zu schaffen und die neuen Technologien und die Effizienztechnologien benachteiligen will. Das ist nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, deren Vertrauen sie gewinnen will. Ich finde auch nicht in Ordnung, dass Frau Merkel, toleriert von der Europäischen Kommission, beim Kollegen Kenny in Irland oder beim Regierungschef in Portugal anruft und sagt, ich vertrete die Interessen von BMW und Mercedes, wenn ihr Klimaschutz für die Autoindustrie macht, basierend auf einem abgeschlossenen Trilog, dann sorge ich als deutsche Regierungschefin dafür, dass Unternehmen von BMW und Mercedes aus diesen Ländern verschwinden. Meine Damen und Herren, wo sind wir eigentlich gelandet? Warum widerspricht denn niemand aus der Kommission öffentlich, wenn ein solcher politischer Skandal passiert? Meine Damen und Herren, die Agrarreform, ökologisch, hat das nichts gebracht. Es ist ungerecht, was Sie beschlossen haben. Das Handelsabkommen, das Sie mit den USA jetzt angefangen zu verhandeln, das wird Tausende von Arbeitsplätzen, Zehntausende von Arbeitsplätzen überall in der Landwirtschaft in Europa kosten. Wollen Sie das wirklich, Herr Barroso? Demokratie, in Italien hat das angefangen. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Sie haben das mit Ihren Kollegen akzeptiert, was da passiert ist. Heute können wir in Ungarn und in Rumänien nur noch beklagen, was da passiert. Verteidigen nicht die Grundrechte der Europäischen Union. Und dass der Whistleblower Edward Snowden, dass der
unfreiwillig im Asyl bei Putin hängt. Was bedeutet das eigentlich für demokratische Werte und Grundrechtsorientierung in Europa? Herr Barroso, die Tabakrichtlinie. Tür und Tor weit auf für die mächtigste Lobby der Welt. Dass die Abstimmung vertagt worden ist, das ist wirklich der negative Schlusspunkt einer peinlichen Diskussion, die in der Europäischen Kommission, aber auch in diesem Parlament spielt. Frau Sommer, ich würde gerne mal mit Ihnen darüber reden. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, wir werden über Syrien heute Nachmittag in Ruhe reden. Ich bin total erleichtert, dass die Diplomatie sich da noch mal Raum geschaffen hat. Vielen Dank, Frau Aber Harms. Die Flüchtlingskatastrophe, die wir verantworten, mitverantworten, seit Monaten, seit Jahren, die durch Syrien verschärft wird, Vielen das Dank. Ist eine Schande. Sie können Europa besser machen, Herr Barroso. Sie hätten Frau Europa Harms, besser muss machen Sie können. Bitten, zum Ende Sie zu können kommen. Das Vertrauen der Bürger mit einer anderen Politik so, zurückgewinnen. Ich Frau danke Harms, für Ihre bitte kommen Sie jetzt zum Ende. So, jetzt habe ich, Frau Harms, jetzt haben Sie nicht nur anderthalb Minuten länger geredet. Jetzt habe ich hier auch noch Millionen blaue Karten, die Ihnen fragen. Ich gehe nach dem Eingang der Post vor. Der Erste, der sich gemeldet hatte, war der Kollege Gaspari. Deshalb kriegt er dann auch als Einziger eine Frage an Frau Harms. Bitte, Herr Gaspari. Knopf drücken. Ja, geschätzte Kollegin Harms, Sie haben gerade in Ihrem Wortbeitrag aus vermeintlichen Telefonaten der deutschen Bundeskanzlerin zitiert. Da ich davon ausgehe, dass Sie die nicht persönlich abgehört haben, kann es sein, dass vielleicht diese Zitation auch ein Beispiel für Ihren gespaltenen Umgang mit dem Datenschutz ist, wenn ich mir anschaue, dass die Grünen ja auf der einen Seite sich immer wieder für Datenschutz einsetzen, jetzt diese Spionageaffäre überdramatisieren und weiter hochziehen und auf der anderen Seite der grüne Verkehrsminister in Baden-Württemberg über Wochen hinweg Bewegungsprofile der Autofahrer abspeichern möchte, um dann eine Maut abkassieren zu können. Möchten Sie antworten, Frau Harms? Bitte sehr. Ich würde mich freuen, wenn das, was Sie sagen wollten, ja, wenn das auch in die Richtung ginge, dass die Intervention von Frau Merkel, über die in Brüssel überall geredet wurde, direkt in Lissabon anzurufen und in Irland, in Dublin anzurufen, nachdem das Parlament sich unter der Führung eines Berichterstatters aus Ihrer Fraktion im Trilog auf unverbindliche, aber richtungsgebende Grenzwerte für Pkw zur CO2-Reduzierung geeinigt hatte, dass Frau Merkel bei diesen Anrufen nicht nur sich gegen diesen Trilog gestellt hat, sondern auch deutlich gemacht hat, unterstützt von vielen Kräften aus Deutschland in Brüssel, so. Dass mit dieser Politik Standorte okay. deutscher Automobilindustrie in Südeuropa gefährdet werden. Das finde ich okay. einen politischen Dank, Skandal, für den Sie sich entschuldigen sollten, Herr Gaspari. Okay, das Wort hat jetzt für die Fraktion der Konservativen.